Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute schauen wir uns das sogenannte Swing-By-Manöver an. Ich bin hier auf Wikipedia, ihr seht da oben den Link. Ihr könnt einfach bei Google oder wo auch immer Swing-By eintippen und dann schnappt ihr euch den Wikipedia-Artikel dazu. Aber an sich werde ich sowieso so ziemlich alles darüber erklären, daher relativ unnötig, aber naja. Jedenfalls, Swing-By, das ist im Grunde ein Vorbeiflug an einem Planeten, wobei quasi absichtlich die Flugbahn, die man bisher hatte, verändert wird. Ja? Das ist so das Grundlegende. An sich braucht man das, um zu den Jupitermonden zu gelangen. Ich habe tatsächlich einen Weg gefunden, um auf den Jupitermonden zu landen und wieder zurückzukehren. Dazu braucht man sowohl Swing-Bys als auch den sogenannten Oberth-Effekt. Ihr seht, das ist lila, das heißt, ich war schon auf dem Artikel dafür. Einige kennen das vielleicht schon von meinem Merkur-Tutorial, was ich vor einigen Monaten gemacht habe. Ist also schon eine ganze Weile her. Ich habe inzwischen einen Weg gefunden, das ohne zu machen. Falls ihr hin und wieder auf meinem Zweitkanal vorbeischaut, wo ich halt eben Videos auf Englisch mache, da habe ich dann ein Tutorial für Merkur gemacht, ohne jegliche Swing-By-Manöver oder Flybys. Da bin ich einfach direkt auf dem Merkur gelandet und zurückgekehrt. Es ist eine schwierige Mission. Ich empfehle euch, dass ihr vorher schon mal so bei der Venus wart, weil die Venus ist halt auch ziemlich schwer. Bevor ihr bei der Venus wart, geht ihr zum Mars und bevor ihr beim Mars wart, geht ihr zum Mond. Ja? Also das steigert sich dann halt immer so weiter. Merkur ist quasi die zweit schwierigste Mission, die man in Vanilla SFS machen kann. Ja? Daher müsst ihr euch schon ein bisschen darauf vorbereiten. Jedenfalls ist dieses Video quasi so ein kleiner Vorläufer zu meinen Jupiter-Mond-Tutorials, wo ich dann quasi die schwerste Mission in ganz SFS durchführen werde. Und zwar werden wir einige von diesen Swing-By-Manövern für die Landung auf den Monden verwenden, so 5 bis 7 Stück pro Mond halt. Daher ist es relativ wichtig zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Wir haben hier so eine kleine Grafik. Wir werden uns die oberen beiden anschauen. Die unteren beiden sind eher weniger nützlich in unserem Fall. Die beziehen sich quasi darauf, dass man bereits im Orbit eines Planeten ist und diesen dann verlässt. Das ist nicht unbedingt das Swing-By, was ich mir da vorstelle. Daher schauen wir uns erstmal schauen wir uns nur die oberen beiden Darstellungen einmal an. Also Swing-By mit 180 Grad Änderung der Flugrichtung, Doppelpunkt Beschleunigung. Das heißt, wie beschleunigt man eigentlich mit Hilfe eines Planeten? Wir haben also hier diesen großen blauen Kreis in der Mitte und wenn man sich dieses erste Bild und das zweite Bild anschaut, dann seht ihr da so einen Pfeil, der nach links zeigt. Ja, so ein gelber Pfeil. Das ist die Geschwindigkeit des Planeten und halt eben die jeweilige Richtung. Das bezeichnen wir dann auch als Vektor, aber falls ihr das nicht wisst, ist vollkommen egal. Der bewegt sich in diese Richtung und die Länge des Pfeils gibt halt einfach die Geschwindigkeit an. Das heißt, der Planet bewegt sich nach links. Unsere Raumsonde, die seht ihr hier links in Rot, die bewegt sich momentan nach rechts. Das heißt, die bewegt sich genau in die andere Richtung. Und dann seht ihr halt diesen schwarzen Pfeil, dass die Sonde einmal um den Planeten herumfliegt. Ja? In dem Fall wird dann die Geschwindigkeit vom Planeten und die Geschwindigkeit von der Sonde aufaddiert. Das seht ihr dann hier. Ja? Die Geschwindigkeit vom Planeten, der gelbe Pfeil, plus die Geschwindigkeit von der Sonde, der blaue Pfeil, die addieren sich zusammen und dann kommt halt hier dieser graue Pfeil raus, der merkwürdig auch ein bisschen grün und gelb enthält, aber keine Ahnung, egal. Jedenfalls dadurch kann man quasi beschleunigen. In Bezug zum Planeten bleibt man bei derselben Geschwindigkeit. Ja? Man tritt quasi in den Einflussbereich ein mit einer bestimmten Geschwindigkeit, sagen wir, keine Ahnung, 2 Kilometer pro Sekunde. Und wenn wir den Einflussbereich verlassen, haben wir immer noch 2 Kilometer pro Sekunde.
Vorausgesetzt, wir benutzen keinerlei Treibstoff oder verlangsamen durch die Atmosphäre des Planeten. Wir behalten die gleiche Geschwindigkeit. Ja? Aber im Gegenzug zur Sonne, also wenn wir hier Inertialsystem Sonne nehmen, dann entsteht da halt eine gewisse Richtungsänderung und auch eine Geschwindigkeitsänderung. Das kann man genauso mit der Abbremsung machen. Dazu haben wir halt hier die zweite Abbildung. Und dort wird das eben genau andersrum gemacht. Die Sonde bewegt sich immer noch in dieselbe Richtung, aber der Planet bewegt sich in die andere Richtung. Ja? Und dann seht ihr das vor allem hier bei der Sonde, dass wir die Geschwindigkeit der Sonne haben, der blaue Pfeil, die Geschwindigkeit des Planeten haben, die zeigt halt genau in die andere Richtung. Und dadurch, wenn man die quasi aufaddiert, entsteht hier ein Geschwindigkeitsunterschied, der quasi ein bisschen kleiner ist. Ihr seht, der graue Pfeil ist deutlich kleiner als der blaue Pfeil. Dadurch ist halt eine Reduktion der Geschwindigkeit vorangegangen. Genau, das werden wir jetzt hier quasi in SFS nachmachen. Eine wichtige Sache, die hier leider quasi gar nicht eindeutig vorkommt, ist, dass wenn wir beschleunigen wollen, dass wir quasi bei der Flucht hier, das ist ja hier oben, bei der Flucht genau in dieselbe Richtung zeigen wollen wie der Planet. Ja, unsere Flugbahn muss genau dieselbe Richtung haben wie der Planet, um die maximale Beschleunigung rauszubekommen. Beim Abbremsen ist es genau andersrum. Wir wollen am besten genau in die andere Richtung des Planeten zeigen. Also die Flugbahn muss 180 Grad versetzt zur Flugbahn des Planeten sein. Ja, das ist im Grunde alles, was hier so drin steht. Ich meine, es gibt hier noch so eine hübsche Animation, die das nochmal so ein bisschen genauer zeigt. Ja, wir haben hier die Anfangsgeschwindigkeit quasi, die relativ klein ist. Und dann werden wir mit dem Planeten quasi mitgezerrt. Unsere Geschwindigkeit steigt an. Und wenn wir dann den Einflussbereich des Planeten wieder verlassen haben, dann haben wir so eine höhere Geschwindigkeit als vorher. Und das seht ihr halt hier unten im Diagramm, die rote Linie, die steigt halt an, geht wieder ein bisschen runter, weil wir ja wieder durch den Planeten abgebremst werden, aber sie erreicht nicht mehr ganz dasselbe Level wie vorher. Und genau dasselbe haben wir nochmal in der anderen Richtung, wo wir dann quasi entgegen der Planetenrichtung quasi rausgehen und dann seht ihr die Geschwindigkeit, die daraus resultiert ist, niedriger. Wunderbar, dann gehen wir mal rüber zu SFS, knapp 8 Minuten im Video und das Spiel will neu starten, also bis gleich. Hier sind wir in der Tutorial-Welt, ihr seht, wir haben hier unsere kleine Rakete, das ist die Erdorbit-Tutorial-Rakete, ich habe die einfach mal in einer Minute nachgebaut, schafft ihr ganz sicher auch. Wir sind hier schon in einem Orbit, ich habe das einfach mal rausgelassen. Ihr solltet inzwischen wissen, wie man in den Orbit kommt. Falls nicht, schaut euch das Erdorbit-Tutorial-Video dazu an. Wir machen das Ganze mit dem Mond. In dem Wikipedia-Artikel wurde von Planet plus Sonne gesprochen, aber das funktioniert im Grunde genauso. Ja? Wir brauchen einen größeren Himmelskörper, einen kleineren Himmelskörper und dann natürlich unsere Sonde, die da die Manöver durchführt. Und ob das jetzt die Sonne oder die Erde ist, ist relativ egal. Hauptsache, der Himmelskörper hat einen kleineren Himmelskörper, der quasi sich in einer Umlaufbahn darum befindet. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen einen Swing-By, dafür brauchen wir einen Fly-By. Für einen Fly-By müssen wir zum Mond fliegen. Das heißt, wir beschleunigen einfach mal die Zeit bis kurz vor dem Transferfenster. Dann drehen wir uns in Fallrichtung, das heißt Fallschirm plus Kapsel zeigen in Richtung Fall. Das Triebwerk zeigt davon weg. Wunderbar. Dann erhöhen wir den Schub und beschleunigen. Das erhöht unsere Apoapsis, das ist der höchste Punkt in unserer Bahn. Unsere Periapsis bleibt bei uns, das ist eben der niedrigste Punkt in unserer Bahn. Und dann können wir auch die Zeit ein bisschen beschleunigen, damit die Bahn schneller größer wird. Wunderbar. Und schon haben wir einen Vorbeiflug am Mond. Ja.
Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir hier möglichst dicht am Planeten vorbeifliegen, um den größten Effekt zu haben. Aber manchmal ist es auch nicht so. Muss man einfach mal schauen. So, wir fliegen also hier vorbei und stell euch mal vor, wir haben hier so einen Zeiger, der vom Mond bis zum Eintritt geht. Und dann drehen wir uns hier im Uhrzeigersinn herum bis zum Fluchtpunkt. Und im Allgemeinen ist es so, nicht immer, aber im Allgemeinen ist es so, dass wenn wir uns im Uhrzeigersinn um den Planeten herum bewegen, dann beschleunigen wir. Wenn wir das andersrum machen, also gegen den Uhrzeigersinn, dann bremsen wir ab. Ja? Das liegt auch so ein bisschen daran, dass der Mond sich im Uhrzeigersinn um die Erde bewegt. Die Planeten bewegen sich hier auch im Uhrzeigersinn um die Sonne herum. Ja? Wenn wir uns in derselben Richtung bewegen wie der Planet, wie der Mond, dann werden wir schneller. Wenn wir in Gegenrichtung uns bewegen, dann werden wir langsamer. Als erstes machen wir die Beschleunigung, also im Uhrzeigersinn so. Das sind etwa 4 Kilometer, das ist genügend Abstand. In der Realität würde man da irgendwie 100, 1000 Kilometer Abstand gewinnen, damit die Sonde halt einfach keinerlei Chance hat, auf dem Planeten zu krachen. Die hat halt recht viel Geld gekostet, daher will man das eher vermeiden. So, wir fliegen also im Uhrzeigersinn um den Mond herum, das heißt, wir beschleunigen und ihr seht, was mit unserer Bahn passiert. Vorher war die so klein, ja, die führte gerade mal zum Mond und jetzt verlassen wir hier schon den Einflussbereich der Erde. Falls ihr das Ganze nicht seht, hier gibt es eine Einstellung dazu, nämlich Anzahl an Orbitallinien. Wenn ihr es auf 3 habt, wie es standardmäßig ist, dann seht ihr die Bahn gar nicht. Also da, ihr seht gar nichts von der Bahn. Und wenn wir hier fokussieren, dann seht ihr nur die Bahn selber und die Bahn im Einflussbereich des Mondes. Aber wenn wir das dann hier auf mindestens 4 hochstellen, ich benutze eigentlich immer 4, ich weiß nicht genau, wozu man mehr bräuchte, dann seht ihr auch hier den weiteren Verlauf der Bahn. Genau, das heißt, wenn wir hier so rumfliegen würden, würden wir sehr stark beschleunigen und dann kommen wir so ein gewisses Stück schon an den Mars ran. Wir können das natürlich noch weiter treiben, also hier unsere Bahn immer weiter erhöhen. Das ist so ziemlich hier das Maximum. Das bedeutet, in dem Fall würden wir den Mond quasi genau richtig verlassen. Wir würden genau in dieselbe Richtung zeigen wie der Mond, wenn wir den Einflussbereich verlassen. Das seht ihr hier. Der Fluchtpunkt ist ziemlich dicht an der Bahn dran. Wenn das der Fall ist und wenn wir uns im Uhrzeigersinn bewegen, dann beschleunigen wir maximal. Das heißt, das wäre hier etwa maximale Beschleunigung. Das bringt uns etwa auf dem halben Weg zum Mars. Ja? Das können wir natürlich genau andersrum machen. Übrigens müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr nicht in den Planet, in den Mond reinkracht. Das heißt, verändert eure Bahn so, dass sie möglichst dicht dran ist, aber nicht den Planeten trifft. Ja? Also das wäre das Maximum, was wir eigentlich erreichen könnten, was nicht ganz so weit ist. Aber naja, das ist relativ egal da. So, maximale Abbremsung wäre dann natürlich in eine andere Richtung und zwar gegen den Uhrzeigersinn. So, und da müssen wir dafür sorgen, dass unser Fluchtpunkt möglichst dicht an der Flugbahn dran ist. Und wie ihr seht, das führt uns etwa hierhin. Ja, so ungefähr. Der Fluchtpunkt ist ziemlich dicht dran. Und das ist jetzt hier so eine der Ausnahmen. Ihr seht, wir sind nicht ganz dicht am Mond dran, weil die Fluchtbahn hier in dem Fall in diese Richtung zeigen müsste. Also etwa eigentlich hauptsächlich nach oben, aber ein bisschen nach rechts. Dann fliegen wir hier entgegen der Flugrichtung. Wenn wir uns das anschauen, der Mond hier würde nach unten und ein bisschen nach links gehen. Das heißt, genau in die andere Richtung ist oben und ein bisschen nach rechts. Der Unterschied hier ist nicht ganz so eindeutig, aber ihr wisst ja, wir waren hier in einem stabilen Erdorbit und in dem Fall würden wir den Orbit verlassen und in die Erde krachen. Ja? Das kann man natürlich auch nutzen, wenn man in einem deutlich höheren Orbit ist. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. So, also hier haben wir einen deutlich höheren Erdorbit. Wir machen einfach mal. Oh, das geht gar nicht. Wir machen mal einfach einen Flyby jetzt in Wirklichkeit. So, Flyby, wir beschleunigen die Zeit. Wir haben hier unser Swing-by-Manöver
Und jetzt sind wir hier in einem deutlich höheren Erdorbit. Wenn wir jetzt wieder verlangsamen wollen, dass wir nicht irgendwie mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Oberfläche der Erde reinkrachen, dann brauchen wir wieder eine Begegnung mit dem Mond. Und die Punkte, an denen man das häufig bekommt, ist zum einen, wenn man unter die Bahn drunter taucht, auch wenn das hier gerade recht unwahrscheinlich ist, weil der Mond so dicht an uns dran ist. Das heißt, wir warten nochmal ein paar Runden. So, wir gehen nochmal ein paar Runden weiter. So, also wir sind hier ziemlich kurz davor, durch die Bahn durchzugehen. Und in dem Fall hatten wir halt so ein bisschen Pech. Wir brauchen halt einfach ein bisschen Geduld. Das heißt, wir beschleunigen die Zeit bis da oben. Okay, gut, dann müssen wir wieder ein bisschen warten. Wir warten halt recht lange darauf, dass wir eine gute Flugbahn bekommen, die halt relativ wenig Treibstoff benötigt. Und das könnte dann irgendwann mal soweit sein. Geduld ist quasi das Wichtigste, was ihr haben müsst. Da war kurz eine Bahn. Und ihr merkt vielleicht schon, dass ich ein bisschen ungeduldig gerade bin, weil ich das versuche zu zeigen und es jetzt einfach nicht will. Wunderbar. Na? 3, 2, 1. Keine Flugbahn. Doch, ganz kurz. Ja, schauen wir einfach mal, was wir damit machen können. So, wir fangen wieder an, uns anzunähern. Weil wir hier so eine recht elliptische Bahn haben, kommen wir wieder näher und dann gehen wir wieder weiter weg. Deshalb kann es sein, dass wir uns in so einer Resonanz befinden, dass wir quasi immer den Mond genau verpassen, aber das kommt relativ selten vor. So, wir haben hier gerade ganz zufällig einen automatischen Flyby bekommen. Wir wollen jetzt entschleunigen, verlangsamen. Das heißt, wir sorgen erstmal dafür, dass wir ein bisschen verlangsamen. Und dazu bringen wir unsere Bahn auf eine gegen den Uhrzeigersinn gerichtete Bahn, also etwa so. Und da seht ihr schon, wir sind recht dicht dran. Jetzt müssen wir nur noch den Fluchtpunkt auf die Bahn draufbringen. Das ist etwa hier. Und dann seht ihr, wir würden direkt auf die Erde zusteuern. Obwohl wir vorher so einen großen Orbit haben, haben wir dann so einen klitzekleinen Orbit. Und auch hier, es ist nicht ganz dicht dran, ja. Das ist quasi nur so normalerweise, ja. Nicht immer. Aber ihr seht, hier würden wir auf jeden Fall beschleunigen. Normalerweise würde man es dann nicht so ganz stark machen, sondern etwa so. Und wenn wir jetzt die Zeit beschleunigen, hier unser Swing-by-Manöver haben, das uns dann verlangsamt, abbremst und uns dann auf eine kleinere, langsamere Bahn bringt, die uns quasi in die Atmosphäre der Erde reinführt, dann ist das schon ziemlich in Ordnung und dann können wir hier die Kapsel auf der Erde landen. Ja, das wäre es dann so ziemlich alles. Das funktioniert dann natürlich mit allen möglichen Planeten und Monden, insbesondere dann bei dem Tutorial, was ich machen werde, über die Jupitermonde, wo ich dann Flybys an den jeweiligen Monden mache, um mich im Bezugssystem zu Jupiter zu verlangsamen oder zu verschnellern, aber hauptsächlich verlangsamen, denn das benötigt sonst eine ganze Menge Treibstoff und um das einzusparen, macht man dann halt einfach 6, 7 Swing-by-Manöver. Die sind tatsächlich in der Realität gar nicht selten, ja, die kommen praktisch immer vor, um einfach riesengroße Mengen an Treibstoff zu sparen und allein jeder einzelne Kilogramm, den man an Treibstoff spart, spart eine Riesenmenge an Rakete selber. Daher ist es immer recht nützlich, Flybys oder Swingbys zu nutzen. Hier in SFS ist es natürlich so ein bisschen anders, weil wir recht einfach zurück zum Start gehen können oder zurück zum Bauen und dann einfach die Rakete so verändern können, dass es klappt. Aber in der Realität hat man einen Versuch und wenn es fehlschlägt, kostet es halt eine ganze Menge Geld. Ja, deshalb wird dann die sichere Option gewählt und dann macht man ganz viele Flybys.
So, wunderbar, wir haben es eingesammelt, wir haben keine Erfolge erreicht, aber wir sind hier zumindest zweimal am Mond vorbeigeflogen, maximale Temperatur von 3351 Grad Celsius erreicht und wir sind sicher gelandet, wunderbar. Und damit wär's das mit Erfolge, ja? Viel mehr gibt es eigentlich zu sagen. Grundlegend nochmal die Zusammenfassung, wenn ihr beschleunigen wollt, im Uhrzeigersinn um den Planeten herum, wenn ihr abbremsen wollt, gegen den Uhrzeigersinn um den Planeten herum, dann müsst ihr euren Fluchtpunkt etwa genau auf die Flugbahn des jeweiligen Planeten draufführen und zu guter Letzt müsst ihr überprüfen, dass ihr nicht in die Oberfläche reinkracht. Und dann könnt ihr eure Flugmanöver durchführen, könnt ihr Geschwindigkeit hinzubekommen oder eben abbauen, eure Flugbahn ändern und dementsprechend auch mit etwas Glück auf den Jupitermonden landen. Dann wäre es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ich arbeite dann jetzt gleich bald an den Jupitermonden-Tutorials und bis zum nächsten Mal. Tschüss.